Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir mit ein paar Freunden ein Wohnmobil ausgeliehen und wir fahren damit zusammen durch Skandinavien. Und heute ist der erste Tag. Wir hatten extreme Psychose mit der Technik, haben Trimix beklaut und haben einen geheimen Special Gast am Ende noch mitgenommen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem ersten Tag. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur... Sind wir schon live? Ja, komm raus. Bro, what the fuck? Herzlich willkommen zur Edeltour 2. Das ist ja der beste Anfang überhaupt. Digga, das fängt ja schon wieder so scuffed an. Oh mein Gott, Bro. Der Plan, by the way, heute ist, dass wir euch kurz Wohnmobil zeigen. Dann fahren wir aber auch schon gleich direkt los. Also es geht in 5 Minuten, fahren wir los. Heute ist der erste Stopp. Der Norden. Hamburg. Der Norden von Deutschland, Freunde. Heute geht's nach Hamburg. Alright, dann fahrt's mal. Tobi, du bist eine geile Maus. Ey, mach's gut. Ey, ganz gut, Bro. Würdet ihr sagen, wir lassen die Kurbel da einfach hängen bei der Fahrt, oder? Lassen wir das einfach hängen? Macht man die ab? Ja, du musst da rein, hier rein. Zieh mal einfach. Hoch und dann drehen. Wie? Da ist ein Tutorial drauf. Hoch und drehen. Runter. What the fuck? Hey, das hab ich gemacht. Oder spielt hier heute Abend ein bisschen im Arsch rum und dreht da ein bisschen, ja, wie eine, okay, schöne Brust raus. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben irgendwas richtig Wichtiges vergessen. Zweiten Router. Hast du Reisepass? Bruder, er sagt zweiten Router. Digga, wir haben 8 oder so da drin. Hast du Reisepass? Das ist mega wichtig. Wofür? Ja, für Norwegen. Digga, das ist fucking EU. Nein. Norwegen ist nicht EU? Nein. Sind die dumm? Ich habe keinen Reisepass dabei. Dein Ernst? Oh mein Gott, Lena hat meinen Reisepass. What the fuck? Warum? Ich habe den seit einem Jahr oder so. Was? Du kannst auch nicht ausreisen. Warum? Weil du mir gegeben hast, damit er nicht wegkommt. Meine Strat hat funktioniert. Er ist nicht verloren gegangen. Oh, what the fuck? Okay, ich darf nichts sagen. Ja, gut, Leute. Ey, dann. Ey, toll. Mach es gut, oder? Was für ey, toll. Das ist super, es ist toll. Tobi, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass du uns vermissen wirst. Es ist auch für uns ein bisschen Urlaub, weißt du, wie ich meine? Warte, bis wir jeden Abend anrufen wegen Campingplätzen. Ja. 3 Uhr nachts. Ey, Leute, wo schlafen wir? Okay, oh mein Gott, okay, ey, dann. Okay, wir steigen ein. Ciao, ciao. Ciao. Wir haben keinen Strom. Nee. Okay, das ist schon mal nicht so gut. Schaut, ob du in die Settings reinkommst. Ja, das muss doch Strom haben in der Fahrt. Ey. Ja, losing at day one, Alter. Ihr habt ohne den Stecker draußen nur 12 Volt. Aber... Außer ihr habt einen Wechsel. Oh. Aber haben wir nicht einen Wechselrichter? Pass auf, jetzt kommt die Backup-Strat, okay? Digga, Dominik's Powerbank, die hat er sich mal privat geholt. Digga, boah. Alter, wer ist er, Junge? Ey, scheiße. Das ist ein Big Boy. So. Wir können. Ich glaube nicht, dass wir diese riesige Powerbank laden können. Egal, lass später rausfinden. Freunde, die ersten Meter. Digga, es geht los. Oh mein Gott, wir fahren, Bro. Holy shit. Ich muss mich kurz ein bisschen dran gewöhnen wieder. Holy shit. Oh mein fucking Gott, es geht los, Bro. Leute. Holy shit. Bro, jetzt fahr nicht jedes Auto rein, Digga. Wollt ihr den Wechselrichter noch kaufen, bevor wir nach Hamburg fahren? Weil der nur bis 15 Uhr auf. Heute ist Samstag! Ja. Oh nein! Ja, und morgen ist Sonntag, wir müssen ihn jetzt noch kaufen. Dann such doch den nächsten ATU raus hier auf dem Weg. Hey, wir fahren nur 14 Minuten hin. Wir kommen 9 Minuten vor Ladenschluss an. Okay, einer muss reinrennen. Da drüben ist es! Bring hier raus! Hier schon? Ja. Okay. Au! Schnell raus! Schnell auf! Renn! Er rennt vorne, er sprintet, Junge, krank! Wait, wie komme ich da rüber jetzt? Ja, kannst du auch die Schnauze halten da hinten. Nein! No way, das sind Zuschauer. Rein, lass dich nicht aufhalten von... Nein, die haben abgeschlossen! Die haben abgeschlossen! No way! Oh nein! Hey Jungs! Ey, die waren so oft korrekt gerade. Weil er links wollte aufhalten. Bro, der ist einfach gefahren. Was ein Alter. Wie, wer ist gefahren? Der Typ, er hat vor seinen Augen hat er die Tür zugemacht. Was? Ja. Mein Vater lebt in Hagen und könnte euch einen Entspannungswander mit 100 Watt geben. Schreibt mir PN über Twitch. Bro, sollen wir zu einem random Arzt, seinem Vater, dass wir actually fahren? Aber bitte, dann bitte auch das Richtige. Wenn der das Richtige hat, ja, komm, ich schreib eine DM. Okay, ich hab eine Adresse. Ist im Navi drin. Okay, okay. Ey, Digga, wenn das klappt, Bro, lösche ich mich. Hey, Papa, es kommen gleich 2 Männer vorbei und holen deinen Spannungsrichter ab. Mit dem Wohnwagen. Du kennst die nicht und ich kenne die nicht, aber die kommen vorbei. Digga, da steht jemand. Ralle! Da steht Ralf, Digga, ich check's nicht. Er hat das gehabt. Pariert das Hemd. Ich werde bescheuert. Bro, no fucking. Er hat das. Ralle! Ich check's nicht. Das ist genau das, was wir brauchen. Hi, schönen guten Tag. Perfekt.
Oh mein Gott, sie retten den Tag, wirklich. Krass. Aber wir geben ihnen ganz kurz was dafür. Nein. Doch, 100%ig. Wir bestehen da drauf. Wir bestehen da drauf. Bitte nehmen Sie das. Wir sind sonst extrem undankbare für die Leute im Internet. Sie müssen das nehmen. Sie sind gezwungen dazu. Vielen Dank, Sie retten den Tag, wirklich. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Tag noch. Und Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Digga, ich check's nicht. Ich check's nicht. Das hier ist das Setup. Junge. Das ist Ehrenrallye. Spannungswandler auf Kabelbox, auf Verteiler hier, auf die Geräte. Junge, ist das Scuff. Digga, Alter, wirklich. Es geht. Wir können jetzt mit dem Setup, können wir so lange fahren, wie wir wollen. Solange wir fahren, Bro, sind wir live. Würdest du mitgehen? Digga, das ist, Junge, Edeltour, das ist übergeil. Was ich würde es machen. Digga, ich hab so einen Flug morgen. Scheiß auf den. Bro. Dann soll ich dich abholen. Dann soll ich dich abholen. Wo sind die denn gerade? Nee, die. Ja, Roman, wir kommen gleich zu dir und bumsen deinen Arsch. Das ist das Ding. Das ja, wir fahren die. Lass nachher das Face mal mit den Jungs überlabern. Das ist der Twist. Für so zwei, drei Tage wäre safe lustig. Wow. Ey, das ist ein Blitzer. What the fuck? Ja, ich glaube es. What the fuck? Die Sonnenblende ist gerade runtergefallen. Warte, was? Bro! Ich chill hier gerade so, die fehlt noch mehr. Bro, warte mal, what? Zieht euch das rein, Bro. Es ist der gottverdammte erste Tag und wir haben die Sonnenblende gefickt, Junge. Was? Ey, die haben die uns gefickt gegeben. Alright, Freunde, wir machen jetzt eine kleine Einkaufung. Das wird sehr, sehr geil. In 11 Minuten sind wir da. Und dann direkt fatz mal dann rüber zu Max und so. Das wird geil. Mann, ich bin so eine Pussy manchmal, ne? Ich hab ein bisschen Schiss gerade. Warum, Bro? Ich weiß nicht, Mann. Hey, wir sind voll starke Männer. Ich liebe die Großstadt, aber ich hab so Angst vor der Großstadt. Ich sag immer, lieber Vorsicht als Nachsicht. Da hast du recht. Oh, geil, Digga. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen vegane Patties, wir brauchen Salat auf jeden Fall. Tomate, ja, nein. Wie ist ja, das so der? Ja, 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 auf jeden Fall. Okay. Ja. Und eine geile Soße. So, oh mein Gott. Was nochmal? Boah, ich hoffe so sehr, dass wir da drin Internet haben. Digga, no joke, das erste, was ich vor dem Wort fand. Geil. Ja, geil. Ey, ist genau das, was wir brauchen. Ist das das Pulver, ne? Ja, das können wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Genau, wir brauchen Burger. Geil, Mann. Boah, Digga, ich hab so Hunger. Ich würde am liesten jetzt diese Burger essen. Ich hab auch so Hunger, Bro. Wir müssen jetzt was essen, Alter. Ey, Chad, kriegt man in Dänemark so Hotdog-Buns? Ja, oder? Safe. Jetzt steige ich gleich aus, Digga. Mann, Digga, ist doch kriegt man in Dänemark Hotdog-Buns? Ist doch eine legitime Frage, Bro, hä? Wir haben die noch nie gehört davon. Oh mein Gott. Die essen ihr Hotdog immer aus Stein. Bruder, was für ein Film hat denn euch geritten bei Leinöl? Ich hab Rapsöl gesagt. Bro, wir haben einfach das Kleinste genommen. Ist Bro, jetzt Leinöl. Das ist überteuer. Oh. Das ist doch das so Special-Öl, was so meine Mutter nimmt, weil sie denkt, Falten gehen weg und so. Oh, okay. Setzt das von der Steuer ab. Auf Google steht, Leinöl darf nicht erhitzt werden oder zum Braten verwendet werden. Perfekt, Miguel, wir haben da wirklich das Beste ausgesucht, Digga. Du, ich hab gesagt, was Rapsöl. Für du, Bro? Ich hab Rapsöl gesagt, Bro. Das hast du nie gesagt. Chen hat das gesagt. Das Wort Rapsöl, ja, oder? Ja, Internet war weg, wahrscheinlich, oder? Ey, wir klauen bei Max einfach richtiges Öl. Das ist ein richtig guter Call. No joke. Oh mein Gott, ja. Sidequest, Sidequest. Ja, ja. Aber wir fahren jetzt zu Max rüber vorne, by the way. Ja, ja. Was sind wir hier? Wie geht's den Jungs? Wie geht's den Jungs? Ja gut, die haben sich ins Koma gefressen. Scheiße. Digga, wie groß das ist, oder? Digga, das ist wirklich riesig, Mann. Insane. Ey, dürfen wir hier rausfilmen schon? Ja. Ah gut, okay, ist gar nicht so krass. Ey, krank. Das ist ja immer krank. Wenn man den Leuten im Krankenhaus zugucken will, ne? Ja, okay. Du sagst es so, als hättest du es schon mal gemacht, ey, Alex. Willst du uns was sagen, Digga? Nein, nein. Das hat mega creepy Vibes gerade, wie du das gesagt hast. Da kann man so den kranken Leuten dazu. Ey, wir müssen kurz stören, okay? Wir sind ja hauptsächlich hier, um was zu essen. Ja. Das ist eigentlich so die was können wir hier essen? Wir haben noch. Wir haben. Ich zeig dir mal, ich mache mal eine Rundtour. Okay. Okay, geil. Ey, willst du den Blaubeer-Oreo-raffinierten Käsekuchen oder doch den Kinderriegel-Toffifee? Digga, das sieht so ehrenlos aus. Wir haben 1000 Kalorien. Ein Stück, Digga. Bro, das ist viel zu viel, Digga. Ja, du hast gesagt, du hast Hunger. Ja, aber auf was Richtiges, Digga. Schmeckt Essen so geiler, wenn man so lange nicht gegessen hat? Richtig geil, Digga. Ja. Richtig geil. Mehr als, Wenn du? Ja? Wir waren mal in Amsterdam. Ja. Und da können die gut kochen in Amsterdam, ne? Nee, mehr als bekifft, wirklich. Ah, okay. Nee, also, du sagst jetzt, aber es ist so. Doch. Quatsch. Bro, ich habe so eine random Frage. Haben wir hier Öl? Achso,
Ja, pack ein, Digga. Ey, braucht ihr das noch? Ey, braucht ihr zu. Muss noch irgendwer was mit Öl braten vom Ding her. Also so random, ist so random. Hier geht mal Rucksack. Ja, pack mal ein. Mach an die Seite rein. Mach an die Seite, ja. Aber Digga, wie sieht's aus? Hast du Bock, wirklich ein, zwei Tage mitzukommen? Ja? 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 Und dann, wie kommst du zurück? Einfach Flugbuben. Flugzeug. Scheiß drauf, muss eh fliegen. Fahr direkt mit. Was meinst du? Oh mein Gott, was ist das? Das Ding ist ein Hodenschocker. Nein, shut up. Aber du musst ja nicht am Hoden dran machen. Also war am Hoden von Monte dran, aber Digga, dein Arm geht auch. Da sind Haare dran, das Digga. Das ist von Monte. Ja, das sind Monte. Monte hat sich danach echt noch am Hoden. Echt? Leute, ich bin hergekommen, um dir was zu essen zu schnorren. Ich war jetzt nicht bereit, mir Montes Hodenhaare irgendwo hinzulegen. Wir haben dir 100 Zapfen auf das Boot gelegt. 100 Zaps, wenn du ein Haar isst. Halt deine Fresse. Ich tu 100, ich mach. Gib her. Oh. Ja? Ja, 100 Zaps. Wird Montes Hodenhaare essen. Das ist Montes Sacker. Digga, das weiß keiner. Das ist Montes Sacker. Das ist Montes Sacker. Schwört. Oh, fuck. Ah, oh, die Scheiße ist an, Digga. Oh. Alter, ich darf gar nicht geschockt werden, Bruder. Ey, ich darf nicht geschockt werden. Ah, Digga. Ey, Bro, aber das ist, doch, ist noch so ein normaler Elektro-Dings, oder? Digga, mach ran. Mach ran. Ich hab hier Aneurysma, Digga. Ich darf gar nicht geschockt werden. Deswegen hab ich auch gar nicht mitgemacht. Ey, egal, was passiert. Wir dürfen Hugo keine Stromschläge geben wegen seinen Gehirnaneurysmen. Haben wir nicht gemacht, Digga. Keine Sorge. Der ist hier gerade durch die Bude geflogen. Bro, ich hab damit nichts zu tun. Du musst mit dem da sprechen. Willst du jetzt noch einen Sacker essen, ja oder nein? Pass auf. Digga, Juan, stell die richtigen Fragen. Boah, pass auf, pass an. Mann, aber da muss ich auch letztlich Montes Sacker anfassen. Ja, okay, ich mach. Ist doch nicht mal an, Digga. Da ist nichts. Chill mal deine Eier, das wollte ich mal an. Ja, chill mal. Nimm das doch richtig in die Hand. Nimm das mal. Du solltest richtig, ich hab richtig reingefasst. Wann kommt denn da was? In die Hand fassen. Digga, Mann, Bruder, da sind Montes Hodensackhaare dran, Digga. Du musst beide anfassen, damit Digga, der Spaß... Oh! Ja, guck! Ja, ist aus, das Ding. What the fuck, Alter? Was machst du, Digga? Chill mal, Digga, chill mal. Fass an. Deine Fresse, Alter. Digga, wir sich rechnen für alles, was wir in 24 Stunden machen. Mach mal aus. Fass an. Lol. Der Tresor. Boah, sehr geil. Das ist voll, nimm mit. Boah, okay. Auf die Ketchup. Ketchup, nimm Ketchup mit. Ketchup nee, haben wir, Ketchup haben wir, aber wir haben keinen Gewürzketchup. Aber nicht diesen. Yes. Oh mein Gott, wir noch zu. Ja, dann gönnt euch, geil, doch. Ja, chillig. Bro, es ist Ketchup, Digga. Habt ihr schon Gemüsebrühe? Nee, brauchen wir nicht. Gut, dachte ihr kocht auch mal. Halt mal kurz. Nimm mit. Soße. Oh. Oh mein. Mal zeigen. Du nimm Kevin deine Tresor mit. Aber ist jetzt egal, da ist auch die Hälfte noch drin. Holy shit, die geile Mayonnaise. Oder ich schmecke jetzt auch noch ein bisschen was. Hier schon genug Öl und das ist das Geile. Das ist das extra Geile. Alter, Bruder, wir würden jetzt langsam dippen, Mann. Geil, dass ihr rumgekommen seid. Ja, war richtig geil, Digi. Ich habe irgendwie das Gefühl, Hugo, dass wir so anhalten, um so zu tanken. Dominik und ich gehen so rein und bezahlen so und wir vergessen dich einfach oder sowas. Digga, was ist das? Können wir nicht so machen? Ja, oder? 500 XP. Was? Bro, uns fehlt noch eine Isomatte. Das noch eine, das noch eine. Geh schnell. Ey, Hugo, wir gehen schon mal vor. Komm schnell nach. Ey, Bro, weil Noto, das sind die zwei Sachen, die uns fehlten. Die haben wir vergessen zu Hause. Wenn wir im Zelt mal sind. Ja. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Ciao. Oh nein, das war jetzt richtig. Hey. Digga, hast du dir jetzt wirklich noch eine Decke gebopst? Ja. Digga, wir haben den Laden auseinandergenommen, ne? Ey, wir müssen auf jeden Fall hier aufräumen, Digga. Ich mach das. Wann, Digga? Okay. Nein. Okay, Kevin, lass ihn. Er muss Verantwortung auch haben. Das wissen wir wirklich, als wären wir die Eltern. Er ist Teil von diesem ja. Gebrüderei hier. Digga, als ob ich jetzt hier irgendwas... Irgendwie ist es interessant, dir dabei zuzugucken, Vogel. Ich weiß nicht, warum. Weil du dich selber dabei zuguckst, zu sagen, ne? Bro, halt mal dein Maul, Miguel, halt. So ein Insider-Squad hier, wirklich. Bruder, was ist das für ein Auto, was wir bekommen haben? Schrei mal nicht so. Du, hä? Das ist gerade abgegangen, als ich den Sitz bestellt habe. Digga, es ist der erste Tag. Guck mal da hin. Bro, zieh dir das rein. Das Ding kam so 100 Kilometern einfach entgegen, Bro. Das hängt da oben dran normalerweise. Sonnenblende. Bro, hier sind so Schrauben drin, Digga. Wir haben damit nichts gemacht. Wir sind einfach nur gefahren und das ist runtergefallen. Bro, aber krass. Stopp. Nein, das passt. Ich will meine Beine gucken. Nein, das ist easy. Natürlich. Ja, das ist übergeil. Meinst du, ich fall hier so runter? Nee. Nee.
Digga, und dachtest du jetzt, wir schlafen so? Digga, Hugo dachte, wir schlafen so. Ja. Imagine. Lass mal so fern, Digga. Mega stark. Macht gar keinen Sinn, da kitzeln die Füße. Stimmt, Digga, da kitzeln ja die Füße. Macht gar keinen Sinn, Bro. Oh mein Gott. Da ist was. Oh. Oh nein. Heb mal hoch, heb mal hoch. Da ist was. Digga, du bist so ein Boss, Digga. Was? Und jetzt das oben festmachen. Boah, das ist übergeil. Digga, die richtige Spielwiese. Bruder, es sieht ein bisschen so aus, als wäre Hugo unser Haustier. Und wir hätten den so eingesperrt, Digga, oder? Das ist irgendwie hat so. Hat er schon Trockenfutter bekommen, oder? Sorry, Bro. Freunde, dann machen wir ja Finish für heute. Machen wir Schluss. Digga, erster Tag ist vorbei. 2 Uhr, wir haben es wahrgemacht. Es ist 2 Uhr gestreamt, Alter. Stupid. Ich hoffe, ihr habt den ersten Tag enjoyed, Mann. Wenn ihr auf YouTube schaut, lasst einen Daumen nach oben da, Freunde, ihr wisst Bescheid. Bis morgen. Ciao. Gute Nacht, die.